Wieso es islamistischen Terror gibt, ist natürlich schwer zu sagen und man kann es ja auch nicht pauschal beantworten. Deswegen schauen wir uns heute mal die Hintergründe dazu an, woher Islamismus überhaupt kommt, ob das wirklich alles Terroristen sind und wieso sich viele Terrorgruppen so gegen den Westen richten. Hallo, mein Name ist Jako und das hier ist der zweite Teil unserer Was geht ab Story. Man hört ja hierzulande immer, es gäbe einen Unterschied zwischen Islam und Islamismus und die Terroranschläge hätten nichts mit dem Islam zu tun. Stimmt das eigentlich? Dazu muss man erstmal klären, was man hier in der westlichen Welt jetzt genau mit Islamismus meint. Ein Wort, das ja momentan nur so herumgeschleudert wird von allen möglichen Menschen und Pressen und allem. Ja. Islamismus hat natürlich nicht nur vom Namen her sehr viel mit dem Islam zu tun. Islamisten berufen sich auf die Religion des Islam und vertreten eine gewisse Deutung, die aber auch nur eine mögliche und nicht die einzige sein muss. Im Namen des Islam fordern sie eine religiöse Gesellschaft und auch einen religiösen Staat, in der die Gesetze der muslimischen Religion über allem anderen stehen. Dies kann man sowohl ohne Gewalt, also beispielsweise mit politischen Forderungen erreichen, aber eben auch mit Gewalt. Islamismus ist also nicht gleich Terrorismus. So gut wie jede Religion, vor allem auch das Christentum, hat in sich erstmal einen Alleingültigkeitsanspruch. Meine Religion ist die einzig wahre, alle anderen sind falsch. Wenn man gläubig ist, dann richtet man seine persönliche Lebensführung auch danach aus, weil man den Glauben als Maßstab für ein gutes Leben nimmt. Ein Problem gibt's aber, sobald man anfängt, diesen einzigen Glauben als notwendigen Bestandteil der Gesellschaft zu sehen und wenn alles, nicht nur im eigenen Leben, sondern auch im Leben anderer danach geregelt werden soll. Das ist nämlich mit unserem westlichen Verständnis von Demokratie nicht so ganz zu vereinbaren. Da ist es auch erstmal egal, auf welche Religion man sich beruft. In der Demokratie gilt alle Macht dem Volk, in einem religiösen Staat nicht. Hier beruft man sich auf Gott bzw. auf die, die den Glauben auslegen. Die Idee bei der Demokratie ist es, dass Gesetze auch geändert werden können, wenn es nötig ist. Religiöse Gesetze kann man nicht so einfach ändern. Andere Glaubensrichtungen und Lebensentwürfe werden dadurch unterdrückt und ausgeschlossen. Das alles legitimiert natürlich noch keine Gewalt, aber diese Grundannahmen können einen Hinweis darauf geben, dass viele Islamisten andere säkuläre, also nicht religiöse Gesellschaftsordnungen ablehnen. Das kann dahin führen, dass man möglichst viele Gesellschaften nach dem Islam ausrichten möchte. Und das notfalls auch mit Gewalt. Der moderne Islamismus geht wohl auf die Muslimbruderschaft in Ägypten zurück und entstand so um 1920. Um diese Zeit war Ägypten von den Briten besetzt. Sie kontrollierten sowohl Armee als auch Landwirtschaft und stellten generell ihre Interessen über die der Ägypter. Gegen diese Herrschaft der fremden christlichen Besatzer wandten sich die ersten Muslimbrüder. Sie setzten sich für eine Stärkung des Islam und einen Staat nach islamischen Regeln ein. Die Muslimbruderschaft gilt heute als erste revolutionäre islamische Bewegung. Schon vor dem Anschlag auf das World Trade Center 2001 führte also die Präsenz westlicher Mächte in arabischen Ländern zu Unruhen. Viele Muslime fühlen sich sehr unwohl dabei, dass ihre Länder immer weiter verwestlichen. Bei diesen Verschiebungen der Kulturen entsteht Unsicherheit und diese führt dazu, dass man vielleicht doch lieber wieder in Richtung alte Werte steuert. Gerade die Präsenz der USA in vielen arabischen Ländern und die Einmischung in lokale Angelegenheiten wurden sehr, sehr kritisch wahrgenommen. So rüsteten die Vereinigten Staaten in den 80er Jahren beispielsweise die afghanischen Volksstämme auf, die gegen sowjetische Truppen im eigenen Land kämpfen sollten. Durch solche militärische Unterstützung bereitete man allerdings auch den Weg für die Taliban und damit letzten Endes auch für die Al-Qaida-Bewegung. Der Anschlag vom 11. September stellt einen Wendepunkt dar, seitdem islamistischer Terror weltweit als Problem angesehen wird. Die Reaktion der USA, einen Kampf gegen den Terror führen zu wollen, hat allerdings zum Teil eher zu einer Verschärfung des Problems geführt. Auch nach der völkerrechtswidrigen amerikanischen Invasion in den Irak 2003 wurden und werden amerikanische Streitkräfte oft als Besatzer wahrgenommen. Vor allem durch nächtliche Durchsuchungen bei Verdächtigen und Angriffe durch Kampfdrohnen haben die amerikanischen Truppen nicht so den besten Ruf. Die aufgebrachte Bevölkerung wendet sich dann vermehrt ab und vertraut eher auf radikale Islamisten, die gegen Amerikaner kämpfen. Gewalt erzeugt nun mal leider Gegengewalt. Der Zusammenhalt innerhalb der radikalen Islamisten wird gestärkt und ihre Vorurteile gegenüber dem Westen bestätigt. Die USA haben also vor allem am Anfang eher auf militärische Mittel gesetzt als auf Kommunikation mit der Bevölkerung. Außerdem hatte man den Plan, den Mittleren Osten in Demokratien umzuwandeln. Beginnen wollte man damit im Irak, aber so etwas kann man natürlich nicht über die Köpfe der Bevölkerung hinweg entscheiden.
Dieses Vorgehen wird oft als Angriff auf den Islam generell gewertet. Viele Muslime fühlen sich als Umma, als weltweite Gemeinschaft von Muslimen, die alle zusammengehören. Auch Islamisten berufen sich oft auf diese Gemeinschaft. Deswegen meinen sie, sich gegen jeden vermeintlichen Angriff verteidigen zu müssen oder ihn sogar zu rächen. Das zeigt sich beispielsweise darin, dass sich Muslime aus verschiedenen Ländern über die dänischen Mohammed-Karikaturen aufregen, obwohl diese Muslime ansonsten kaum etwas mit den dänischen Zeitungen zu tun haben. Natürlich gibt es noch viele weitere Gründe, sich islamistischen Terrorgruppen anzuschließen, beispielsweise wenn Familienmitglieder getötet wurden oder diese Terrororganisationen Geld und Sicherheit bieten. Der Terror sowohl vor Ort als auch im Westen ist also eine Methode, einen islamischen Staat zu erzwingen und vermeintliche Feinde wie eben den fernen Feind USA aus dem eigenen Land zu vertreiben. Auch wenn sich Terroristen auf den Islam berufen, man sollte nicht im Umkehrschluss den ganzen Islam mit einer möglichen radikalen Auslegung verwechseln. Auch Gewalt gegen unschuldige Zivilisten ist mit dem Islam einfach nicht zu entschuldigen. Hier kommt ihr nochmal zum ersten Video der Reihe. Da geht es um verschiedene Terrorgruppen und den Dschihad. Oder ihr klickt hier. Da könnt ihr ab morgen das nächste Video ansehen. Da schauen wir uns mal an, wie das mit den Muslimen in Deutschland so aussieht. Was ist da eigentlich eure Meinung zu? Was könnten Gründe für den Hass auf den Westen sein? Schreibt es mal in die Kommentare, lasst uns das mal konzentriert irgendwie bündeln und diskutieren. Das wäre sehr, sehr, sehr schön. Ansonsten habt ihr unten in der Videobeschreibung wie immer alle Social Media Links und Facebook und Instagram und alles Mögliche. Ich verabschiede mich für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao.